Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Software Inc. bei BSG Software. In der letzten Folge haben wir hier unser altes Bürokomplex abgerissen, haben uns einen schönen Solarpark aufgebaut. Bin gespannt, wie viel der uns einbringen würde. Wir haben letztes Mal 9.266, glaube ich, gehabt, Einkommen. Bin gespannt, wie es gestiegen ist. Wir haben es ja nochmal am Ende der Folge ein bisschen erweitert. Haben hier auch das Programmiererteam aufgestockt, sind dran an einer neuen Bürosoftware, die jetzt so gut wie durchdesignt ist. Wir porten unser Audioprogramm auf ein neues Betriebssystem und haben in der letzten Folge auch unser erstes Patent abgeschlossen und sind jetzt an der Forschung für das nächste Patent dran. Vertrieb von unserem BSG Audio läuft ganz gut mit 100.000 Nutzern aktuell. BSG 2D von 1992 oder 1992er Version mit 67.000 Nutzern. Läuft auch Bombe. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. So, lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Bin jetzt auch gespannt, wie die hier reinhauen. Nachdem wir die Programmierer mal richtig aufgestockt haben. Marketingabteilung arbeitet auch. So, dann können wir jetzt hier schon mal in die Entwicklungsstufe gehen. Wir haben eigentlich die Software auf 93 festgelegt. Warte mal, zack. Mal gucken, was hier abgeht. Hat die Alpha-Phase erreicht? Jawohl, das wissen wir. Einbrecher sind mit leeren Händen nach Hause gekehrt. Okay, das ist gut. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir schon wieder Einbrecher hier hatten. Aber wenn wir jetzt schon so dabei sind, wir haben ein heftiges Programmiererteam, wir haben die Künstler aufgestockt und wir haben das Design aufgestockt. Also glaube ich jetzt nicht, dass wir wirklich bis 93 brauchen. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, wir ändern das Ganze. Wir sind 91. September. Ne, komm, wir bleiben 93. Und machen ein Veröffentlichungsdatum. 93 im Februar. Jetzt müssen wir aber auch mal kurz gucken, ob da. Kalender ist drunter. Ob da zufällig irgendwo ein Office-Programm kommt. Bürosoftware kommt hier im Dezember. Kick Garden. Wie schaut es 93 aus? Im Februar kommt unsere. Und dann nichts. Könnte man ein gutes Spiel haben. Ein Angestellter sind mit ihrem Job unzufrieden. Gut, bist du halt unzufrieden. Dann wird eine Pressemitteilung schon mal vorbereitet. Mit allem Pipapo. Da schieben wir jetzt die Forschung zwischen rein, dann haben wir das getrennt. Das ist alles aktuell, was läuft. Das ist das, was in Zukunft kommt. Wir haben hier noch ein paar Druckaufträge, wo wir abschließen könnten. Aber die Frage ist, wie viel haben wir hier noch offen? Bis Mai 92. Wie viel haben wir schon abgearbeitet? Oh. Aber noch nicht das volle Potenzial ausgeschöpft, wie es ausschaut. Dann nehmen wir jetzt erstmal nichts an, würde ich behaupten. Wir sollten erstmal den hier durchjagen. Sonst haben wir größere Probleme. Die Namen können wir uns auch wieder ausblenden. Brauchen wir jetzt auch nicht. Es wäre allerdings gerade mal sehr interessant. Wir haben 519.000 Fans. Einen Wert von 22 Millionen. Nach dem Wert gesehen sind wir ganz schön mickrig. Wir haben ein Patent. So, der da. Wer ist ein Marktführer? Sind die hier aktuell?
First LLC. Eben auch einen krassen Wert aktuell. Was machen denn die? Jetzt gucken wir mal. Eigene Marken 8. Tonprogramm 2D Edit. 3D Editor. Wir hatten 3D Editor? Stimmt, das haben wir voll noch gar nicht gemacht, einen 3D Editor. Das müssen wir jetzt auch machen, dass wir da reinkommen in den Markt. Wir könnten allerdings von denen einen Teil kaufen. ...180 Anteile. 15 Millionen. Das ist teuer. Das ist teuer. Nein, das lassen wir vorerst. Wir gehen jetzt mal schnell nochmal in die Neuentwicklung. 3D Editor. Standard, wir machen das auf dem internen. Die Teams müssten alle noch passen. Wir machen ein neues Frame. BSG 3D. Frame 1. Wir können das aber immer noch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Begrenzt durch irgendwas, das ist mir jetzt egal. Gitter, Rendering, Beuten. Da gehen wir mal rein. Boah, da sind wir aber ganz schön drüber. GPU-Rendering. Das ist immer ganz schön übers Ziel hinaus. Da sind wir schon mal gut. Da können wir noch ein bisschen rausnehmen. Auto-Balancing. Sieht doch so schon mal ganz gut aus. Wie lange wird man brauchen? Etwa ein Jahr. Publisher natürlich kein. Wähle bitte ein Betriebssystem. Ja, geht ja nicht. Deswegen werden wir jetzt doch ein eigenes Betriebssystem bauen. Beziehungsweise... Doch, komm. Komm, das machen wir. Aber wie kann dann der andere bitte ein 3D-Programm sich spezialisieren? Das ist jetzt das. Es gibt kein Betriebssystem dafür. Aber die sind spezialisiert. Mal, lass uns mal nochmal kurz reingucken. Das waren ja die hier, gell? Produkte. Ah ne, der hat bloß Tonprogramme. Warum ist der dann bitte auf 3D-Editor-Spezialisierung? Gut, dann habe ich jetzt da einen kleinen Fehler drin gehabt. Kein Problem. BSG OS. What? Betriebssystem natürlich für Computer. Das Ding wird knallhart intern. BSG OS Frame 1. Weiter. Nächste Seite. Vollgas auf Sicherheit, Anpassung und Einfachheit ist relativ wenig. Okay. Dateiverschlüsselung kommt mit rein. Systemwiederherstellung kommt bei uns knallhart mit rein.
Eine Codesignierung brauchen wir auch. Nutzerkonten gibt es auch. Plug and Play will ich drin haben. Das brauchen wir nicht. Multitasking hätte ich gerne. Raumklang, Spracherkennung. Mikrofonüberwachung. Höre die Konversation deiner Nutzer ab und löse Bugs, bevor sie berichtet werden. Mit dem Risiko dabei erwischt zu werden. Nee, danke. Wir nehmen das erste System mit 3D-Rendering. Einheitliche Suche hätte ich gerne drin. Themen brauche ich jetzt nicht. Netzwerk möchte ich gerne. Automatische Aktualisierung. Und das war's. Gehen wir mal auf Auto Balancing. Wir haben jetzt knallhart eigentlich Anpassung des, ja, das sieht doch schon mal. Wir könnten bei Anpassung noch ein bisschen was reinnehmen. Machen wir so. Dann sind wir eigentlich so, wie die Marktanalyse wäre. Klar sind wir jetzt knallhart drüber. Aber das ist mir ehrlich gesagt bei dem OS jetzt vollkommen egal. Nächste Runde. Etwa 4 Jahre. Okay. Sollten wir alles hinkriegen. Wir haben überall Leute eingestellt. Wie ist denn das mit unserer 2D- und Audioschnittstelle? Kann ich die hier nicht irgendwo ändern? Den gesamten Code. Was ist das Server? Nee, der Server ist der Hosting-Server, das passt dann. Okay. Dann lassen wir das jetzt so. Und entwickeln das natürlich auch. Unser erstes OS. Könnte uns natürlich jetzt echt einen Nacken brechen. Bin komplett fertig, 5 Angestellte. Aus was? Aus dem Core-Team schon wieder. Weil du jetzt hier mit dabei bist, gell? Also was, das Problem lösen wir jetzt einfach ganz separat. Wir machen jetzt ein eigenes Team auf. Patent. Oh. Die brauche ich jetzt nicht. Patent recht. Patent und Recht wird eine neue, komplett neue Abteilung. Dann gehen wir hier rein. Wo sind meine Core-Mitarbeiter? Dann machst du jetzt du gehst aus Core raus und kommst in Patentrecht und darfst hier mitarbeiten. Zuweisen Patentrecht. Das darf ich hier gleich mit auf die Forschung packen. Ob er dann was zu tun hat oder nicht, ist mir egal. Aber dann jammert er wenigstens nicht rum, wenn er hier überall mit am Arbeiten ist. Und jetzt sollten auch überall die Leute was zu tun haben. Neue Software 100.000. Hier auch. Jawohl. 2D sind wir top, Ton sind wir top. Büro kommen wir wieder und OS holen wir uns jetzt dann auch. Beim Office machen wir jetzt mal ein Review, dass wir mal sehen, was hier los ist. Forschen können wir auch ein bisschen kleiner machen.
eigentlich vom Marketing her, das brauche ich jetzt so gar nicht offen haben. So. Review läuft. Der Rest läuft soweit auch. Zack. 1,1 von 10, ja klar, ist ja auch gerade am Anfang, aber wir werden es trotzdem neu überarbeiten, lieber gleich am Anfang, als dann viel zu spät. Aber unsere Künstler sind ja mal Vollgas Overpowered, du. Da dürfen wir nicht mehr einstellen. Die sind schneller wie unsere Leute. Ich bin komplett fertig. Wegen was bist du bitte komplett fertig, mein Freund? Du hast momentan nicht mal was zu tun. Aber er beschwert sich. Oh, was haben wir denn hier? Kann den Bedarf nicht decken. ESG 2D. Oh, wir sind ja gar nicht drin in der Liste. Beginne Druck 50.000. Wieso ist das hier nicht drin? Digitale Vertrieb, der passt soweit erstmal. Aber warum ist unsere neue 2D-Software hier nicht drin? Ich habe sie doch gerade. Hier. Beginne Druck. 50. 1000. Und den da. Oh shit, ich habe das Falsche gemacht. 92er. Da muss man, warte mal, das muss geändert werden. Ah. So ist es, muss ich hier einstellen. Die 92er ist es mit 50.000. Das alte Office läuft mit 1000. Das alte hier läuft auch mit 1000, es läuft auch mit 50.000. Dann sollte das eigentlich jetzt durchgehen. Ich verwechsel immer die Schaltflächen von den zwei. Boah, schaut mal, wie das OS hier durchgeht. Die Designer sind wow. Das habe ich gar nicht offen. Doch, das war offen. Design und Patentrecht. Und warum geben die hier nicht Vollgas? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir hatten jetzt wieder, wenn es jetzt wieder der ist vom Patentrecht. Die anderen Teams lenken mich ab. Mein Gott. Willst du nur eigenes Büro? Spaß. Ich hoffe, dass ich hier eine Wand reinkriege. Weil wenn ja. Bäm.
So. Rollenzuweisung, Patentrecht. Boah. Das bin ja ich, oder? Ja. So, jetzt hat er sein eigenes Büro, der Säckel. Dann sollte der mir nicht mehr auf den Keks gehen. Netzwerk und 3D. Okay. Dann haben wir zweimal Fortbildung, wie es ausschaut. Perfekt. Das ist mit Meetings, oder? Verwalte auf... Oder war das hier? Ah, nee, hier oben ist Meeting. Höhere Teamkompatibilität. Es hängt gerade im Netzwerk, glaube ich. Oder in 3D. Komm, mach 3D voll. Was ist los? Diesem Mitarbeiter wurde ein 90er Computer in einen Raum zugewiesen, den er nicht betreten kann. Ist eine Lüge. Warte mal, wie heißt denn du, Knallfrosch? Patentrecht. Bailey Ford. Die Fortdienstleistung passt. Und du kannst den Raum erreichen, mein Freund, denn du hast eine Tür. Und du hast bloß nichts zu tun, weil du ein fauler Hund bist. Aber warum hier die Forschung? Nicht losgeht, das wird mich jetzt gerade mal interessieren. 2D. 12 mal Level, 3 2D-Designer. Da müssten definitiv welche da sein. Jetzt schauen wir mal kurz hier mal durch mit der Wärme. Stress, Umgebung, Elektrizität, Wasser, Instandhaltung. Isolierung. Schlecht, gut und großartig. Okay, das passt. Verkehrsdichte. Nö. Was man hier nicht alles sieht. Schauen wir mal in unsere Produktion rein. Och Gott im Himmel. Räumt mal her, die ganze Bude hier. Druckaufträge können wir aktuell nicht angucken oder nicht machen, besser gesagt. Du machst jetzt 2D weiter. Ich könnte Druckaufträge annehmen, dass das sauber raus. Der nächste 2Dler ist unterwegs. Das OS, das geht ja auch mit Design echt gut vorwärts. Hier nochmal ein Review raus, bitte.
Na, 8,1 aber schon. Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das hier abbrechen kann. Aber wir machen eine neue Forschung auf, und zwar möchte ich im Netzwerk was haben. 8 Level 3 Netzwerkdesigner. Design App. Und Netzwerkdesigner haben wir auf jeden Fall welche. Das kann mir keiner sagen. Gut, und da fängt der Balken auch an. Ich weiß nicht, was da das Problem gerade war mit der 2D-Forschung. Brandinspektion gestartet. Einmal verstößt gegen Feueralarm. In welchem Raum habe ich denn keinen Feueralarm? Da ist einer. Da ist einer. Da drin ist er. Hier in den Räumen ist es. Oh. Oh ja. Da war was. Rauchmelder. Sprinkler. Und mir fehlen hier definitiv auf Heizung. Wie schaut denn das eigentlich aus mit Servern? Können wir da eigentlich auch noch mal was upgraden? Da können wir eigentlich auch schon lang die guten Server hier nehmen. Dann machen wir es jetzt mal so. Komm, wir investieren das Ding jetzt. Möbel ersetzen. Um 2000. Bams. Jo, das sieht jetzt mal richtig aus wie ein Rechenzentrum, oder? Wir hätten es zwar auch nicht gebraucht, muss man jetzt auch ehrlich sagen. Aber es sieht schon geiler aus. Nein, warte mal, was ist denn das? Gebäudeblaupausen, bla 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 bla. Nee. Weiter geht's. Was hat denn jetzt unser Server? Hat jetzt nur noch 13%. Ich traue mich halt auch nicht einfach komplett unsere. Warte mal, wir bleiben hier unten bei dem hier, weil da staut sich schon mal wieder. Ja, unser Geld geht nach oben. Dann komm. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 Millionen anlegen. Hep. Wir haben, glaube ich, wieder eine Weiterbildung. 2D-Bereich. Hopp. Oder brauche ich wirklich die Leute, die Anzahl, was da dran steht, um die Forschung überhaupt zu beginnen? Das kann natürlich sein. Das läuft. Da bin ich mit der Kunst schon fast durch. Hau noch mal eins raus. Da sind noch 2,3 offen. Den müssen wir jetzt durchprügeln. Eine 8,9. Da kann ich zuweisen, das Core-Team auch noch mal. Dann müsste das nämlich auch noch mal ein bisschen Feuer geben.
Das hier läuft auch. ...146.000, 132.000 Nutzer. Brutal. Also das gibt richtig, richtig, richtig Action. Eine neue Weiterbildung. Ab in 2D bitte. Warte mal, wir rufen jetzt hier für die Nacht nochmal einen Kurier bitte, der mitnimmt, was geht. Wir könnten auch, wenn jetzt Office an den Start geht, brauchen wir unser drittes Support-Team. Und da ist ja aktuell noch keiner drin. Und wir haben drei Büros frei. Das heißt, Dienstleistung, Support hoch, bam. Support-Team 3 bitte. Ich hätte gerne nach Fähigkeiten. Anheuern. Anheuern. Erneut suchen. Dann nehme ich den hier noch mit rein. Dann habe ich jetzt doch drei Stück hoffentlich eingestellt, oder? Support Team 3, drei Leute. Passt. Die werden jetzt ab sofort hier mitarbeiten. Bis dann die Bürosoftware rauskommt. Weil eigentlich machen wir das jetzt so. Das ist eigentlich Support Team 1. Support Team 2. Dann kriegen wir das schon so langsam zum Laufen. Wir können ja auf jeden Fall auch noch Nachtschichten fahren, dass uns die Supportbüros reichen. Können wir Nachtschichtteams anlegen, die sich dann um andere Programme kümmern. So können wir dann 6 Programme abdecken, oder könnten wir. Betriebssystem wird vielleicht 24 Stunden kriegen, beziehungsweise Zweischichtbetrieb. Programmierer bin ich mir auch am überlegen, ob ich denen dann noch einen Zweischichtbetrieb verpasse. Die Künstler haben aktuell wieder nichts zu tun. Mal gucken, warte mal, kann ich den Künstlern nicht irgendwie einen Auftrag verpassen? Irgendwas, wo ich eigentlich nur Künstler brauche, das wäre Spieleinhalte eigentlich hauptsächlich. Künstler und Designer. Designer. Das passt. Und dann habe ich hier Kunst und Design. Müsste reichen, oder? Oder haben wir noch was, was mehr bringt? Webseite braucht auch Künstler, aber auch Programmierer. Nee, komm. Das wird auf dem internen Server ablaufen. Dann dürfen die auch ein bisschen was tun dann. Die Annahme des Vertrags bringt uns ein bisschen Kohle. Sich wieder einer krank gemeldet. Aber was soll's. Aber die Folge ist jetzt auch schon ein bisschen länger als geplant. Geld verdienen tun wir wie die Sau. Muss man wirklich so sagen. Aber was wir
in der nächsten Folge machen, wird wahrscheinlich sein, dass wir erstmal Anteile von einem anderen Unternehmen kaufen werden, weil das Geld läuft aktuell. Und erweitern müssen wir so viel gerade gar nicht. Und dann ist halt primäres Ziel hier Office rausbringen, dann das OS und alles natürlich immer durchporten. Aber wie das klappt, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.